wir haben die Jungs die ganze Woche darauf vorbereitet. Ich sag mal, viele reden ja immer über Derbys und ich denke, das ist tatsächlich ein Derby, Tennis Borussia gegen Hertha Zehlendorf. Da ist immer Prestige, auch in der Jugend, also dementsprechend wussten wir, was uns hier heute erwartet, auch wenn wir wussten, dass ein Huke nicht spielen kann oder ein Ruana gelb gesperrt ist. Also wir wussten ganz genau, egal wer hier heute aufläuft, hier wird der Rasen brennen. Ja, man hat es ja gesehen, also für Zehlendorf geht es um gar nichts mehr und in der 92. schicken sie den Keeper noch mit nach vorne, weil sie unbedingt noch den Ausgleich erzielen wollen. Das ist dann immer schön zu sehen, wie dann doch andere Mannschaften versuchen, uns weh zu tun. Aber davon lebt der Sport, daher freuen wir uns darüber auch, wenn wir dann am Ende trotzdem die 3 Punkte haben. Die haben wir, das war die Zielstellung für heute, ganz klar. Aber ich muss wieder ein Kompliment der Mannschaft machen, weil sie zweimal nach dem 0-1 und nach dem 1-2 zurückgekommen sind, obwohl wir natürlich für mich ein klar besseres Spiel gemacht haben. Ja, wir waren klar spielbestimmt, wir haben Chancen ohne Ende. Philipp Sprint hat da, weiß ich nicht, 400-500-prozentige rausgeholt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich sag mal, wenn alles normal läuft, gehen wir vielleicht in die Halbzeitpause schon mit einem 4-2 oder sowas. Dann wird es vielleicht hinten raus nicht so spannend, aber nichtsdestotrotz war ich natürlich bis zum Ende angespannt, weil so ein Spiel muss man dann auch über 90 Minuten erstmal noch nach Hause bringen. Schiedsrichter hat da auch nicht seinen allerbesten Tag, hat ziemlich viele Sachen irgendwie laufen lassen, dann wieder doch nicht, also keine klare Linie. Dann 1-2 Mal abseits gewunken, wo ich fast eine Wette eingehen würde, dass kein Abseits war. Aber gut, da fragt in 3 Tagen keiner mehr. Wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Da sind wir heilfroh und jetzt können wir uns in Ruhe auf Altlüdersdorf vorbereiten. Ja, also zunächst mal ist die Enttäuschung natürlich groß, dass man hier nicht zu Hause behalten hat, dass kein Punkt hier geblieben ist. Trotzdem, wenn man dann vielleicht das ein bisschen hat sacken lassen, muss man sagen, dass die Mannschaft sich ja heute sehr gut präsentiert hat. Nachdem wir jetzt ein schlechtes Auswärtsspiel gezeigt haben, haben wir, denke ich, heute auch für die Zuschauer ein Spiel gezeigt, was sehr interessant war, was viel Tempo hatte. Und wir haben gegen eine sicherlich sehr, sehr gute Fußballmannschaft bis zum Ende alles versucht, hatten ja auch nochmal in der Schlussphase durchaus eine Möglichkeit, vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen, wenn ich an die Chance von Johannes Manske denke, der hier heute seine ersten 10 Oberliga-Minuten gemacht hat. Also bei aller Enttäuschung muss man sagen, dass ich der Mannschaft im Grunde keinen großen Vorwurf machen kann. Hat alles versucht und steht jetzt mit leeren Händen da. Die werden sicherlich enttäuscht sein, die Jungs. Und ich glaube aber, es wird nicht so schwer sein, sie auszurichten, wenn man gesehen hat, wie sie sich heute hier verkauft haben. Ja, beim ersten Gegentor hat die Zuordnung einfach nicht gestimmt. Bei einer Standardsituation gibt es natürlich eine klare Zuteilung, die hat nicht gestimmt. Dann ist der Ball drin und gut, beim 2-1 für Zehlendorf, die haben es in dem Fall dann stark gemacht. War ja die einzige klare Torchance, zweite Halbzeit haben sie nochmal eine, sonst war ja nicht viel, aber da haben sie es dann auch super gespielt. Klecher ist über außen durch, macht noch einen Haken nach innen. Zellner setzt sich gut durch. Gut, Ertu war zwar dran, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Der Ball war drin. Das haben sie einfach gut gemacht. Ja. Also von daher kann man da auch sagen, dass sie sich das Tor auch wirklich gut rausgespielt haben. Und daher passiert sowas mal. Oder was heißt daher? Das passiert nun mal im Fußball durch Fehler. Hat die Zustimmung nicht ganz hingehauen dann beim Angreifen. Aber davon lebt ja der Sport. Ja, na klar. Also Sebastian hat eine wahnsinnige Qualität. Die hat uns heute sicherlich gefehlt in der einen oder anderen Situation. Auch ein Gian Schleif, der sich leider schwer verletzt hat, oder ein Jonas Nickel, beide jetzt mit Kreuzbandriss in den letzten Wochen ausgefallen. Die hätten uns heute hier nochmal gut zu Gesicht gestanden. Aber wir haben andere Jungs, das haben wir heute gezeigt. Wir haben heute von Anfang an einen U19-Spieler spielen lassen, der sein erstes Oberligaspiel gemacht hat. Und das ist ja auch der Weg, den wir in Zehlendorf gehen wollen, dass wir immer wieder junge Spieler in die Mannschaft einbauen. Und natürlich ist es ärgerlich für die Jungs, dass sie heute nicht dabei sein konnten. Aber umso erfreulicher ist, dass dann solche jungen Spieler wie Paul Wegner da in die Bresche springen und gleich so ein gutes Oberligaspiel abliefern. Ja, wir versuchen einfach gar nicht über die nächsten Aufgaben zu sprechen, sondern wir fokussieren uns immer auf die nächste Aufgabe, die gerade ansteht. Das war jetzt diese Woche Hertha Zehlendorf. Ich finde, Hertha Zehlendorf gegen Tennis Borussia ist eigentlich ein noch größeres Spiel als ob wir jetzt Brandenburg gegen Novi Pazar nehmen oder ob wir Sparta gegen Tasmania nehmen. Ich denke, in Berlin ist das schon ein Riesenderby. Daher war das jetzt für uns schon ein ganz großes Spiel. Jetzt müssen wir noch eine Aufgabe gegen Altlüdersdorf erledigen. Das ist auch schwer. Die stehen in der Rückrundentabelle ziemlich weit oben. Da haben wir auch eine ganz schwere Aufgabe bei uns zu Hause vor der Brust. Und dann können wir uns mit Lichtenberg beschäftigen und danach können wir uns dann mit dem Pokalfinale beschäftigen und so versuchen wir es einfach von Woche zu Woche einfach nur den Fokus aufs nächste Spiel zu legen und wenn da nicht so viele drüber reden, dann denkt man da auch nicht so viel drüber nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter.
Vielen Dank fürs Zuschauen.